Das ist Art Attack. Das ist Art Attack. Jetzt kommt Art Attack. Wir sind Freunde für immer im Leben. Deutscher Imperialismus. Deutscher Imperialismus bleibt immer gleich. Man könnte vielleicht denken, dass wir Deutschen durch unsere zentrale Lage in Europa einfach prädestiniert für einen Zwei- oder Mehrfrontenkrieg sind. Aber nein, wir neigen eigentlich nur dazu, immer die größten selbstverliebten Nasenmörtler an unsere Führungsspitze zu hieven. Eine Tragödie, die anscheinend strategisch wegweisend für die Yankees in der Ukraine war. Der Erste Weltkrieg zum Beispiel wäre nicht so ein totaler Reinfall gewesen, wenn Inzestprodukt Wilhelm der so und so vielte weniger gesnifft hätte. Und auch Onkel Adi hätte vielleicht weniger Zinkensport betreiben sollen. Unsere heutigen Volksvertreter stehen da ganz in deutscher Tradition. Allen vorweg die allseits beliebte Annalena Bandera. China als systemischer Rivale. Baerbock mahnt Scholz zu neuem Umgang mit Peking. Die Außenministerin fordert den Kanzler vor seiner China-Reise auf, die deutschen Voraussetzungen zur Kooperation zu verdeutlichen. Hierzu erinnert sie an den Koalitionsvertrag. Außenministerin Annalena Baerbock erwartet von Kanzler Olaf Scholz, SPD, dass er bei seinem China-Besuch zentrale Botschaften wie die Bedeutung von Menschenrechten, internationalem Recht und fairen Wettbewerbsbedingungen übermittelt. Der Bundeskanzler hat den Zeitpunkt seiner Reise entschieden, sagte die Grünen-Politikerin am Dienstag in der Hauptstadt von Taschkent. Jetzt ist entscheidend, die Botschaften, die wir gemeinsam festgelegt haben im Koalitionsvertrag, die Botschaften, die ich auch hier mit nach Zentralasien gebracht habe, auch in China deutlich zu machen. Baerbock sagte, entscheidend sei Peking deutlich zu machen, dass die Frage von fairen Wettbewerbsbedingungen, dass die Frage von Menschenrechten und die Frage der Anerkennung des internationalen Rechts unsere Grundlage der internationalen Kooperation ist. Sei es mit Blick auf Zentralasien, sei es mit Blick auf andere Regionen der Welt. Ukraine. Chinas Präsident Xi Jinping war gerade erst bei einem Kongress der Kommunistischen Partei in seiner Macht gestärkt worden. In dem Gespräch mit ihrem usbekischen Amtskollegen Wladimir Norov habe sie deutlich gemacht, dass wir als Bundesregierung eine neue China-Strategie schreiben, weil das chinesische Politiksystem sich in den letzten Jahren massiv verändert hat und damit sich auch unsere China-Politik verändern muss, sagte Baerbock. China sei systemischer Rivale. Bekanntermaßen haben wir im Koalitionsvertrag deutlich festgehalten, dass China für uns Partner bei globalen Fragen ist, dass wir uns nicht entkoppeln können in einer globalisierten Welt, dass China aber auch Wettbewerber und in zunehmender Maße systemischer Rivale ist, sagte Baerbock. Und dass wir auf diesem strategischen Verständnis unsere China-Politik ausrichten und eben auch die Zusammenarbeit mit anderen Regionen der Welt ausrichten werden. Adolf Lehner glaubt wirklich, die BRD verkraftet nach dem Importbruch von russischem Erdöl und Gas jetzt auch noch eine ökonomische Distanzierung von China, unserem wichtigsten Handelspartner und dem Grund, warum diese wohlstandsverwahrloste EGP-Bratze noch nicht guillotiniert wurde. Als wir zu Zeiten von Dengs Marktreform noch fleißig Kapital nach China exportierten und unsere Konzerne scharenweise Produktionsstandorte bei den billigen chinesischen Arbeitern gründeten, hatten die deutschen Imperialisten noch kein Problem mit wirtschaftlichen Abhängigkeiten. Im Gegenteil, die Gierlappen sind wie die Scheißfliegen in das Land der roten Sonne eingefallen und haben eine Fabrik nach der nächsten aus dem Boden gestampft, weil die Zylinderfreaks den Dollar so tief in ihre Linsen gebrannt hatten, dass ihnen gar nicht in den Sinn gekommen ist, dass China nicht wie die Sowjetunion seit Jahrzehnten von Ami-NGOs auf eine Eröffnung gedrillt wurde. Und jetzt, wo ihnen langsam klar wird, dass die Chinesen ihre Pläne nie aufgegeben haben und sie dem überlegenen Feind blindlings ins Netz gelaufen sind, fangen sie an, von Abhängigkeiten zu schluchzen und sich flennend und rotzend auf irgendwelche mysteriösen westlichen Werte zu berufen, die die Menschen in Asien übrigens tausendmal besser kennen.
werden, als jeder europäische Transatlantiker-Knecht es je durch hohle Phrasen aus seinen favorisierten angelsächsisch gespiegelten Talkshows verinnerlichen könnte. Ich habe hier sogar eine deutsche Version von Dengs Die Reform der Revolution liegen, bei der ein Vorwort von Helmut Schmidt abgedruckt ist. Und auch dieser Hamburger-Hampelmann hat so wenig geahnt, wie diese neurechten Copy-Paste-Klone mit ihren peinlichen Cartoon-Affinitäten, deren Content aus uninspirierten, geskripteten Reactions auf irgendwelche irrelevanten weiblichen Komiker aus dem ARD-TV-Programm besteht. Aber um nochmal auf das skriptische Intro zurückzuleiten. Übertreibe ich damit, dass die Adolf-Ampel einen Zwei-Fronten-Krieg eröffnet? In dem Artikel des Tagesspiegels ist passenderweise auch eine Umfrage, welchen Kurs sich der selbstgeißelnde Leser dieses regierungstreuen Drecksblatts bezüglich der Ampelpolitik gegenüber China wünscht. Von allen über 3000 Lesern, die abgestimmt haben, wünschen sich schon über 50% eine Distanzierung von China. Von der jüngeren Generation sogar über 70%. Ein Trend, der durch die Dauerbeschallung des xenophoben imperialistischen Apparats ermöglicht wurde. Damals waren edgy Suizidfantasien noch Teil der kapitalistischen Jugendkultur der Emos. Heutzutage bekommt die Gen Z das direkt aus Washington diktiert und muss nur noch ein Kreuz auf ein Blatt Papier setzen, anstatt Chlorbleiche zu sippen. Aber weiter im Text. Scholz wird an diesem Freitag in Peking erwartet. An dem Zeitpunkt des Besuches und beispielsweise an der von Scholz durchgesetzten Genehmigung der Übernahme eines Anteils des Hamburger Hafens durch eine chinesische Firma gibt es teils starke Kritik. Es gibt die Sorge, dass sich die Abhängigkeiten Deutschlands von der Volksrepublik noch weiter erhöhen könnten. Die Abhängigkeit weiter erhöhen. Ah ja. Ein Drittel der gesamten Waren am Hamburger Hafen sind entweder Exportgüter an China oder Importgüter aus China. Technisch gesehen gehört ihnen auch die letzte vollgeschissene Windel von Habeck. Und warum ist denn auf einmal das böse China schuld, wenn eine private Logistikfirma bereits letztes Jahr beschlossen hat, eine Minderheitsbeteiligung von 35% ihres Privatbesitzes zu verkaufen? Ist das nicht diese Marktwirtschaft, dessen systemische Überlegenheit in jeder BRD-Institution auf Dauerschleife schallt? Das erinnert mich stark an die Schlaukopf-Art-Attack-Büste von almanischen Copy-Paste-Ableger von Visualpolitik und sein Rumgeflenne über die angebliche Schuldenfalle, in die China Drittländer stürzt, wenn es ihnen Infrastruktur baut. Um euch so eine schaurige Schlampe zu basteln, klebt ihr Pappmaché. Und eure schaurige Schlampe ist fertig. Fantastisch! Sri Lanka zum Beispiel, das sich zwar schon den ersten Hafen nicht leisten konnte und sich unter der Bedingung verschulden musste, dass China den Hafen bis zur Tilgung der Schulden mitverwenden darf, mittlerweile aber schon einen weiteren Vertrag für den Bau eines weiteren Hafens unterschrieben hat. Und als wäre das nicht genug, machen diese für beide Seiten nützlichen Schulden nur 10% der gesamten Verschuldung des Landes aus. Über 47% der ausländischen Schulden Sri Lankas kommen durch westliche Aasgeierfonds und Banken wie BlackRock, Ashmore Group, Allianz, UBS, HSBC, JP Morgan Chase und Prudential zustande. Aber durch diese Baba-Verschuldungen kamen komischerweise keine ökonomisch ankurbelnden Häfen und andere Infrastruktur zustande. Komisch. Ich bin verwirrt. Die altlinken Ü30-Linksboomer auf Twitter sagen doch immer, dass jeder Kapitalexport Imperialismus ist. Das hat doch Lenin gesagt, oder? Ich kenne ein Quote, wo er irgendwie was Ähnliches mal gesagt hat. Passend an der Stelle wurde auch schon direkt der nächste Artikel verlinkt, wo die Imperialisten den Abzug deutscher Unternehmen nach China betrauern, den sie durch ihre hirnlose Sanktionspolitik gegen Russland so dermaßen beschleunigt haben, dass wir bald wieder auf Agrarwirtschaft umschwenken müssen. Aber nicht vergessen, Kinder. Unsere Rivalen sind China, Russland und der Iran. Unsere einzigen Freunde sitzen in Washington. Dem Rest ist einfach nicht zu vertrauen. Kommt jetzt in meine Telegram-Gruppe, dort gebe ich euch die Koordinaten für meinen Bunker, wenn die Bomben fallen. Überarbeitet euch nicht, bleibt nüchtern, seid wachsam, übertreibt nicht mit Mitleid und Helfersyndrom und plant keine Dummheiten, China wird eh gewinnen. Hasta nunca!